Willkommen zurück bei Deus Ex The Missing Link, dem Spiel, wo die Gegner so schön sterben können. So, wir haben hier aufgeräumt. Dann können wir uns ja ein wenig umschauen. Du hast eine. Das Hauptquartier hielt Keitner für. Ja, und das Spiel mit dem Typen, der ein Ohr abkaut. Indem er immer wieder die gleichen Sachen erzählt. Ich brauch gar keine Dings-Munition mehr. Ich höre schon wieder eine. Oh, das kann ich gebrauchen. Eine Mine. Haben wir irgendwas zum Werfen hier? Ach, da brauche ich gar nicht hin. Jetzt muss ich nach dort hinten. Ich möchte aber erst einmal mich ein wenig noch wieder umschauen. Damit mir hier ja keiner irgendwie aus Versehen wieder in den Rücken fällt, was jetzt schon einmal passiert ist. Also mehr als einmal vermutlich. Oh. An alle Einheiten. Commander Burke hat das Notfallprotokoll Serpent Crash aktiviert. Das ist keine Übung. Die innere Sicherheit ist in Gefahr. Aktuelles Ziel. Ausschaltung und Kontrolle aller externen Sicherheitsgefahren. Automatische Abriegelung und Sicherung aller kritischen Materialien wird derzeit durchgeführt. Exterminierung, Eliminierung aller Subjekte Alpha bis Delta wird folgen. Truppenführern werden nach in Kürze folgender Prioritätsanalyse individuelle Säuberungsaufträge zugewiesen. Alle Einheiten von Spezialoperationen begeben sich zu den zugeteilten Sammelpunkten und warten auf weitere Befehle. Säuberungsteam Alpha, Zugänge zu den Sperrzonen sichern. Einsatz der vorgegebenen automatischen Sicherheitsmaßnahmen ist Pflicht. Erstsäuberung muss vor Vorstoß zu den unteren Labors abgeschlossen sein. Mobiler Geschützturm, bla bla bla, ist mir wurscht. Das nehme ich mit. In gewisser Hinsicht sind wir beide uns recht ähnlich. Ich glaube, das hatten wir schon hier alles, ne? Hier waren wir ja schon. Und hier ist hier noch irgendwas Neues. So. Damit hätte man das Ganze natürlich noch ein wenig einfacher haben können. Wo ist denn noch ein... Überall sind hier Minen. Das ist der da hinten, der Geschützturm. Der da, glaube ich. Keine Ahnung. Ne, da ist einer. Ach, schön. Der bewacht uns jetzt mal. Ja, ja, ich weiß. Was haben wir hier? Stufe 5. Na, ist ja Knorke. Wie hat Keitner sie gekriegt, Jensen? Hat sie Reed als Köder benutzt? Sie hat mir nicht ununterbrochen das Ohr abgekaut. Zugriff gewährt. Mann. Ist der Typ kommunikationsbedürftig? Ups. Ja, hier waren wir ja schon. So denke ich überall. Wir können ja aber sicherheitshalber nochmal hier in diesen Spezialräume reingucken. Oh, schaut mal. Pass auf, ich nehme jetzt mal das Bier mit. Das haue ich mir auch jetzt mal ganz kurz in den Kopf. Vor allen Dingen werfe ich mal hier, das lasse ich mal fallen. Ich nutze es eh nicht. Ich weiß, ich habe es jetzt mitgenommen, weil ich es nutzen wollte, und aber ich. Es also in der Hinsicht. Die ganze Basis schlafen zu legen. Es gibt nur einen Weg hier raus. An mir vorbei. Ja. Laber. Ich bin doch schon unterwegs. Weißt du, würdest du deine Truppen nicht mir ständig an den Hals werfen, dann würde ich vermutlich auch... Sie haben es geschafft. Ja. Soll ich sie jetzt bewundern oder bemitleiden? Sie haben mich für meine Taten verurteilt, Jensen. Aber sehen Sie nur, was Sie in Kauf genommen haben, um eine Frau zu finden. Jammer, schade. Aber egal. Nach allem, was ich gehört habe, nützen Sie mir auch tot noch etwas. Ich möchte ganz kurz hier in diese Position gehen. So, nehmen wir noch den dazu. Jetzt ist der da schon mal aus.
Und jetzt stehen wir ernsthaft. Ernsthaft? Okay. Tut mir leid, Leute, aber ich habe keine Munition für vernünftige Waffen und werde mich jetzt wieder auf Waffen begeben, die ich schon habe, schon mal benutzt habe. Gerade bei den Scharfschützen da oben, da mache ich keine Gefangenen. So, und dort hinten laufen auch noch Leute rum. Dort ist auch noch einer. Autsch. Aber jetzt können wir uns ja mal ein bisschen weiter nach vorne bewegen. Ich will mal kurz gucken, was, ob hier noch irgendwas hinter ist. Autsch. Nö. Hier kommt doch schon wieder jemand. Na komm, ja, komm. Komm, put, put, put. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke. Ich hatte überlegt, sie zu rekrutieren. Aber jetzt ist mir klar, dass sie nie ein guter Soldat sein werden. Also ich bin super als Soldat. Da hinten läuft noch einer rum. Hey. Läufst du jetzt wieder weg? Ja, ich weiß. Dich treffe ich da hinten nicht. Sie sind eigenwillig. Das mag Ihnen in der Vergangenheit geholfen haben. Aber letztlich nützt es nichts. Habe ich dir schon mitgeteilt, dass du extremst überkommunikativ bist? MP-Munition? Das bringt mir nichts. Hinten schleicht er rum. Ich hätte sie gut gebrauchen können. Komm mal wieder zurück. Na komm. Ja, komm. Na komm. Du musst auch mal wieder zurückkommen. Hallo? Ich will jetzt hier nicht warten. Das ist ein bisschen langweilig, auch für die Zuschauer. Oh, den treffe ich auch noch automatisch so schlecht. Habe ich denn noch andere Granaten? Natürlich, ich habe noch Schockgranaten, sehe ich gerade. Schön. Splittergranaten habe ich auch noch. Eine. Naja, mein Schockgranaten. So. Sie sind ein Heuchler, Jensen. Sie verurteilen meine Motive und Methoden. Aber sehen Sie sicher, Sie sind ein Killer. Mehr ja. Ja, ich bin der Killer. Haben doch hier eine. Ist Ihre Sache etwa mehr wert als meine? Ja. Sie scheinen es zu denken, Sie entschuldigen Ihre eigenen Morde. So mies, dass er da oben mitschießt. Wow, 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 wow. Wow. Junge, du nervst da oben mit deinem Scharfschützengewehr. Solche Lama-Tasche. Wo bist du denn da oben, ha? Komm, zeig dich mal. Du bist unsichtbar, garantiert. Ist Ihre Sache etwa mehr wert als meine? Ja. Sie scheinen zu denken, Sie entschuldigen Ihre eigenen Morde. Das hatten wir aber schon mal. Da oben steht doch noch einer. Aus war das bitte der... Die, das kann nicht die Lama-Tasche gewesen sein, ich weiß, aber... So, wo ist der letzte von euch? Ach, da oben.
Ernsthaft? Ein Typ mit Sturmgewehr und Rüstung steht dort oben? Ernsthaft? Ich treffe den so unendlich schlecht. Ich meine, ihr seht das ja. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Whatever. Hier haben wir doch noch Herren. Was habt ihr denn für Waffen? Schockgranaten und ein Bier. Oh, das Bier pfeifen wir uns erstmal ein. So übertrieben. Oh, stirb doch bitte einfach mal. Mit der Waffe komme ich nicht. Mit der Waffe komme ich bis nach dort. Aber da darf er nicht mehr feindselig sein. Da muss er sich beruhigt haben für. Das habe ich aber nicht gewusst, dass ich bis nach da. Ja. Mies. So, gut. Habe ich nicht getroffen, glaube ich. Hä? Eben habe ich doch noch... Klingt, als wäre Ihre Feldzug fast vorbei, Bratan. Ist Burke tot? Ich stehe noch. Er nicht. Gut. Solange Burke aus dem Spiel ist, gibt es ein Machtvakuum, das ich nutzen kann. Gehen Sie zurück zur Verladerampe 2. Ich öffne Ihnen die Türen zwischen hier und der Andockplattform. Als ich das letzte Mal dort war, haben mich Burkes Männer erwartet. Keine Sorge. Burke hat sie gerade abgezogen. Großartig. Allerdings bin ich hier, um Megan Reed zu finden, Bratan. Ich kann nicht gehen, ohne zu wissen. Während wir uns unterhalten, ist ein Bot unterwegs zu ihr. Wenn Sie sich beeilen, können Sie mitfahren. Schön, das war also der Kampf gegen ihn. Interessant. Na gut, wir haben gerade noch ein paar PDAs gefunden. Das gucke ich mir ganz schnell mal an. Hier, das haben wir schon. Das haben wir auch schon, okay. Ach, der Entzugungscode für Sicherheitsbüro, bla bla bla. Und ein Machtvakuum ist entstanden. Was er genutzt hat. Aha, wir haben ja also wirklich einfach nur auch noch ein wenig, oder nicht einfach nur, aber wir haben ja auch noch ein wenig politisch oder auf jeden Fall rangtechnisches Geplänkel beeinflusst. Und Burke ersetzt. Interessant. Ich möchte aber noch nach oben. Denn war der Herr hier oben, war Burke? Ernsthaft? Das erklärt doch, warum der mit dem Sturm... Gewehr hier oben rumstand. Hallo? Wo ist er hin? Oder ist er der, ist das der, der hier unten rumliegt? Bist du das? Ogre! Ogre! Ernsthaft? Ach du meine Güte. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir hier noch ein Tastenfeld, Stufe 5. Das wird nichts. Das kann ich ja schon versprechen. Das genau meine ich. Wir nuken uns jetzt hier die Welt zurecht. Zugriff gewährt. Das war Peter Burke. Das war er. Ich habe ihn mit dem einen Kopfschuss dort ins Nirvana befördert. Krass. EMP-Mine. Benutzen. Interessant. Nichts. Boah, cool. Noch viel mehr nichts. Boah, cool.
Aber... Benutzer oder Identifizierung bestätigt, P-Burg, Verbindung hergestellt, tralala, verbinde, Feldbord aktiviert, warte, Fernsehen, scanne, Kampfprotokoll bestätigt, tralala, tralala, untätig, untätig, untätig. Ganz viel Krizzles, noch viel mehr Krizzles, arbeite Ende, Wayne. Dieses Gespräch wurde automatisch aktiviert. Commander, wurde auch Zeit, wann können wir das Hydra-System in VR3 testen? Davon würde ich dringend abraten. Die Chancen, dass alles wie geplant verläuft, sind sehr gering. Trotz unseres vielversprechenden Kandidaten hier unten. Ich habe mich an Ihre Erfolgsquote schon gewöhnt, Doktor. Eine direkte Verbindung zwischen Controller, Biofacilitator und dem Verbindungsteam ist höchst riskant. Es handelt sich um eine drahtlose Verbindung. Trotzdem, die Konsequenzen einer verfrühten Abschaltung oder Trennung der Verbindung verbietet schon den Versuch. Was für Konsequenzen? Jede größere Störung der EEG-Aktivitäten des Controllers könnte zu schweren Schäden, bleibenden Behinderungen oder gar den Tod von Verbindungsteam oder Biofacilitator führen. Die bei der Trennung der Verbindung entstehende Spitze wird in den dazu benötigten zerebralen Augmentierungen vielfach verstärkt. Die empfindliche Hörmasse wird gebraten. Ihre Erklärungen interessieren mich nicht. Das ist nicht akzeptabel. Es ist von entscheidender Bedeutung für dieses Projekt, dass die Biofeedback-Risiken minimiert werden. Sie haben mir versichert, dass das auch so sein würde, genau wie Mr. Page. Ich verstehe und wir werden das auch schaffen. Aber es erfordert Zeit. Gehen Sie zurück an die Arbeit, Doktor. Nehmen Sie sich Ihre Zeit. Commander, wir uns gehen die brauchbaren Subjekte aus. Ich weiß zwar, dass die Vorbereitungen zeitaufwendig und mühsam sind und dass die Beschaffung von geeigneten Materialien problematisch sein kann, aber dennoch sind unsere beiden Projekte abhängig voneinander, von einem ständigen Nachschub an Personen. Wann können wir mit einer Lieferung rechnen, Huge Darrow? Aha, Herr Darrow also. Die Soul Interlude wird einen Zusammenhalt bei Omega, einen Zwischenhalt bei Omega machen und dann nach Hengsha weiterfahren. Eine volle Lieferung veränderter Subjekte wird an Bord sein. Mir wurde gesagt, es seien einige vielversprechende Kandidaten dabei, aber ich lasse die Forschungslogs für sich selbst sprechen, sobald sie eintreffen. Außerdem werden alle demontierten Komponenten zur Entsorgung auf die Interlude verladen. Wunderbar, danke. Tja, Huge Devil. So nicht, was ist denn das hier oben? Standgewehrmunition und Schrott. Naja. Jetzt war's das. Eigentlich. Ups. Hier sind noch überall wieder solche Leute und ich kann hier aber auch nichts tun. Was mir aber ein... Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt hier die Folge beenden und hoffe einfach mal, dass die nächste Folge dementsprechend nicht einfach nur aus einer Endsequenz besteht, weil ich das jetzt alles geschafft habe. Bis dahin werden wir verbleiben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.